Du bist Geschäftsführer, Führungskraft oder Experte wie Berater und möchtest eine Expertenpositionierung aufbauen? Super, denn mit einer digital sichtbaren Expertenpositionierung bist du online gefunden, du bekommst viele Anfragen, du bekommst viele Empfehlungen, die Menschen vertrauen dir und deiner Expertise und, das ist das Beste daran, sie sind bereit, höhere Preise für deine Leistungen zu bezahlen als im Vergleich zu deinen Mitbewerbern, von denen du dich natürlich deutlich auch differenzieren musst. Du musst also eine Expertise haben, die für andere Nutzen bringt und kannst damit selbst sehr stark wachsen. Ich verrate dir gleich ein Beispiel und erläutere dir dann die Erfolgsfaktoren. Mein Name ist Claudia Hilker, ich bin Digital-Marketing-Expertin und berate viele Unternehmer zur Expertenpositionierung. Aber jetzt zum Beispiel. Ich habe das Beispiel mitgebracht, Hermann Simon. Das ist ein Unternehmer und zugleich Unternehmensberater, Autor und ehemaliger Professor. Er hat innovative Pricing-Strategien entwickelt und dieses Wissen aufbereitet in Büchern, für seine Vorlesungen aufbereitet und natürlich in einem Beratungsansatz für Unternehmen, die er nun berät und damit selbst gutes Geld verdient. Sein Umsatz liegt jetzt bei über 400 Millionen Euro und er ist in 27 Ländern vertreten. Das sind starke Erfolgszahlen und du kannst es auch schaffen, Wachstum zu erzielen, wenn du eine Expertise hast. Aber Experte meint wirklich, dass du schon lange und sehr tief dieses Wissen aufgebaut hast. Man geht davon aus, dass man sich Experte nennt, wenn man 10 Jahre Wissen aufgebaut hat in einem Bereich. Wenn das für dich zutrifft und du wachsen möchtest mit einer digital sichtbaren Expertenpositionierung, dann lass uns gemeinsam prüfen, ob diese Erfolgsstrategie auch dir hilft, besser erkennbar zu sein als Experte, Anfragen von qualifizierten Kunden zu erhalten und dein Unternehmenswachstum zu fördern. Buche gleich einfach einen Gesprächstermin, dann können wir prüfen, ob das auch bei dir funktioniert.